Herzlich willkommen bei FotoBusiness TV. Heute werde ich euch zeigen, wie man im Nokia Lumia 930 das Glas bzw. das Display wechselt. Übrigens, in meiner Videobeschreibung findet ihr Ersatzteile und Werkzeuge, die ich ebenfalls verwende. Einfach mal durchlesen. Also nehmt eure Werkzeuge in die Hand und lasst uns loslegen. So, fangen wir mal an. Als erstes schalten wir das Nokia Lumia 930 aus. Danach entfernen wir die SIM-Karte. Als nächstes nehmen wir ein sehr flaches Metallwerkzeug und versuchen an einer Ecke des Nokias das Backcover leicht anzuheben, um später mit einem Plastiktool die Clips des Backcovers lösen zu können. Achtung, bitte nicht mit dem Metalltool versuchen, die Clips zu lösen, da ihr ansonsten das Backcover zerkratzt. Wenn wir das Handy geöffnet haben, nehmen wir einen Tox-Schraubenzieher der Größe 4 und lösen die Akkuhalterung und legen sie anschließend beiseite. Jetzt noch die Verbindung trennen. Nun lösen wir die 11 Schrauben der Rückseite. Danach mit einem Plastiktool die Rückseite entfernen. Anschließend trennen wir alle Verbindungen am Mainboard. Jetzt lösen wir den Akku und legen ihn beiseite. Als nächstes entfernen wir die Frontkamera. Danach lösen wir alle Flexkabel vom Kleber, um anschließend die Platine auszubauen. Achtung, hierbei besonders vorsichtig sein, um die Platine nicht zu beschädigen. Jetzt lösen wir eine weitere Platine mit dem Plastiktool. Wenn wir das haben, können wir die restlichen Komponenten wie den SIM-Kartenhalter, den Vibrationsmotor, die Höhemuschel und als letztes noch die Klinkenbuchse entfernen. Und das war's auch schon. Jetzt nehmen wir das neue Display und bauen das Nokia Lumia 930 in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Als erstes lösen wir alle Schutzfolien des neuen Displays, um danach die Klinkenbuchse, die Hörmuschel, den Vibrationsmotor, den SIM-Kartenhalter an die richtige Position anzubringen. Wenn ihr euch wundert, dass das neue Display anders aussieht, liegt es daran, dass mein Abonnent eine andere Farbe haben wollte, also nicht wundern. Wenn das geschafft ist, montieren wir beide Platinen wieder an. Achte dabei darauf, dass die Platinen richtig eingerastet sind und richtig sitzen. Anschließend die Flexkabel und die Frontkamera wieder anbringen und alles mit dem Mainboard verbinden. Achtung, bitte seid dabei ganz vorsichtig, um keine Kontakte zu beschädigen. Jetzt den Akku wieder anbringen, aber noch nicht verbinden. Danach die Rückseite wieder drauf montieren und mit den 11 Schrauben festschrauben. Nun können wir den Akku verbinden, dann die Akkuhalterung wieder drauf und festschrauben. Als letztes noch die SIM-Karte und das Backcover wieder anbringen und euer Nokia Lumia 930 sieht wieder aus wie neu.
So Leute, ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Solltet ihr euch die Reparatur zutrauen, findet ihr unten in meiner Videobeschreibung Links zu Ersatzteilen und Werkzeuge, die ich ebenfalls verwende. Einfach mal durchlesen. Auf der linken Seite kommt ihr zu weiteren Tutorials zu eurem Gerät und auf der anderen Seite kommt ihr zu den aktuellen Smartphone News. Links und rechts findet ihr alle Social Medias, wo ich drin vertreten bin, und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.